Alltag löst die Austria von der Spitze ab, Gehaltskürzungen bei Marko Arnautovic und die Formel 1 ist wieder zurück. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen aus dem Krone AT Sportstudio. Die erste Niederlage nach 7 Monaten hat der Wiener Austria richtig wehgetan. Gegentor in Minute 1, dann ein Platzverweis und auch noch ein Eigentor. Anstatt sich als Nummer 1 der Qualifikationsgruppe zu etablieren, müssen die Violetten Altach nach einer 0:2 Heimniederlage vorbeiziehen lassen. Torjäger Christoph Mondschein meint nach der Partie, dass die Leistung der Austria nichts mit Fußball zu tun hatte. Während die Vorarlberger den Sprung an die Spitze mit einem Siegerfoto am Spielfeld feiern, schleichen die Violetten geschlagen vom Feld. Ernst Baumeister ist zurück bei der Admira und der Club kann wieder gewinnen. Die Südstädter holen im 3. Spiel der Qualifikationsgruppe der Bundesliga endlich die ersten Punkte. Die Admira behält in der NV-Arena im Niederösterreich-Duell mit dem SK in St. Pölten mit 3:0 die Oberhand. Damit gibt die Admira die rote Laterne ab und verbessert sich vom letzten auf den 4. Platz. St. Pölten rutscht dagegen auf den 5. zurück. Der SV Mattersburg ist in der Bundesliga nach der Corona-Pause weiter ungeschlagen. Mit dem 1:1 beim neuen Tabellenschlusslicht WSG Tirol haben die Burgenländer nach 3 Runden in der Qualifikationsgruppe bereits 5 Punkte geholt. Für das Highlight des Abends sorgt Andreas Gruber. Beim 1:0 Führungstreffer für die Mattersburger knallt er den Ball von der Strafraumgrenze Volley unter die Latte. Heute geht es mit der Meistergruppe weiter. Um 18.30 Uhr trifft der WRC auf Hartberg und der LASK duelliert sich mit Rapid. Um 20.30 Uhr prallt Sturm dann auf Red Bull Salzburg. Alle Spiele gibt's wie gewohnt im Krone.at Live-Ticker. Die Gehaltskürzungen für die Spieler in der chinesischen Super League während der Corona-Krise schlagen hohe Wellen. Rund 30% weniger sollen die Legionäre erhalten haben. Laut der Zeitung Titan Sports haben das nicht alle ausländischen Kicker kommentarlos hingenommen. Auch Marko Arnautovic soll zu denjenigen gehören. Beim Österreicher wurde sogar davon gesprochen, dass er gar nicht mehr nach China zurückkehren will. Arnautovic und sein Management dürfen sich zu den Gerüchten nicht äußern. Bei seiner Chin-Präsentation vergangene Woche betonte Arnautovic jedoch noch, dass er sich auf eine Rückkehr zu seinem Club vorbereitet. Die Motoren heulen wieder. Valtteri Bottas absolviert am Dienstag in Silverstone die ersten Formel-1-Testfahrten seit dem Corona-Ausbruch. Es ist aufgrund der Testvorschriften nur das 2 Jahre alte Mercedes-Modell, aber die gestrige Ausfahrt von Bottas und das heutige Comeback von Lewis Hamilton in Silverstone sind klare Zeichen. Die Formel 1 ist zurück, der Countdown für den Österreich-Doppelpack Anfang Juli hat endgültig begonnen. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.